Wie bereits erklärt, soll in der Einleitung die Vorgehensweise bzw. Methodik zur Beantwortung der Forschungsfragen geklärt werden. Eine Möglichkeit, dies darzustellen, ist in Form einer Tabelle. Das hilft dem Leser, einen Überblick über die Arbeit zu erhalten und dient auch als Plan für das Verfassen der Arbeit. Dazu wird für jede Forschungsfrage gezeigt, in welchem Kapitel die Frage beantwortet wird, welche Methode für die Beantwortung verwendet wurde und welche Ergebnisse zu erwarten sind. Unter Methoden versteht man alle Vorgehensweisen, die im Rahmen der Erarbeitung der wissenschaftlichen Arbeit zu neuen Erkenntnissen führen. Beispiele hierfür wären zum einen die Literaturanalyse. Das ist eine Recherche und Analyse von Wissen aus der Literatur. Es gibt auch die schriftliche Befragung, die mit Fragebögen funktioniert, und die mündliche Befragung, bei der Interviews verwendet werden. Die Beobachtung ist eine Beschreibung nach Zeiteinheiten oder Ereignissen. Die Inhaltsanalyse ist eine systematische Beschreibung oder Kategorisierung von Bildern, Texten oder Filmen. Und in der Einzelfallstudie beschreibt man die Entwicklung einzelner Personen in einem ganz speziellen Umfeld. Die Vorgehensweise bei der Bearbeitung der Fragestellung sollte in der Einleitung auf jeden Fall auch in einem separaten Absatz beschrieben werden. Zusätzlich dazu kann die Zuordnung zwischen Fragen und Methoden auch in Form einer Tabelle übersichtlich dargelegt werden. Diese Darstellung wird nun anhand eines Beispiels gezeigt. Der Ausgangspunkt für das Erstellen der Tabellen sind Forschungsfragen. In unserem Beispiel wären das: In welchen Ländern und in welcher Form wurde die Wasserversorgung bereits privatisiert? Was sind die Vor- und Nachteile einer privaten Wasserversorgung? Die Tabelle enthält nun Informationen über die Kapitel, in denen die Forschungsfragen beantwortet werden, die Methode und das erwartete Ergebnis. Sie könnte so aussehen. Hier haben wir die Forschungsfrage, da das Kapitel, in dem die Frage beantwortet wird, die Methode, die zur Beantwortung genutzt wird, und das erwartete Ergebnis. Für jede Methode ist auch wichtig anzugeben, wie diese genau umgesetzt wurde, das heißt, wie die Daten gewonnen und ausgewertet wurden. Für Literaturanalysen zum Beispiel wäre das der Suchprozess und die Auswertung der Literatur.